schade, schade. Wir waren jetzt wirklich so dicht dran diesmal im letzten Satz. Wir haben uns von Satz zu Satz mehr rangehalten. 15, 20, jetzt waren es 25. Wir haben gesagt, okay, im dritten machen wir die Crunch-Time, haben wir geschafft mit super Aufschlägen, auch Serien hinten raus. Ja, schade, dass es dann nicht mehr ganz gereicht hat. Eine gute Reaktion auf die letzten beiden Spiele auch, nochmal zu zeigen, okay, wir sind voll da, wir wollen kämpfen. Auch wenn Sachen nicht immer alle perfekt klappen, haben wir heute, glaube ich, gezeigt, dass wir das Herz aufs Feld gebracht haben. Heute hat jeder Anteil gehabt. Das Publikum war wirklich unbeschreiblich. Ich habe sowas noch nie in Deutschland erlebt, auch in der Bundesliga nicht. Wenn die ganze Halle ist für dich, die Hymne wird mitgesungen. Ich glaube, die Stimmung hier war unglaublich, gerade die letzten Punkte in der Crunch-Time. Also Düsseldorf hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich habe schon gesagt, ihre Schuld war es nicht, die Zuschauer alles gegeben. Und ja, ich hoffe, sie hat trotzdem auch Spaß, auch wenn wir nicht das erreicht haben, was wir jetzt wollten in der Gruppe. Mega, also ich fand es also über die ganze Woche verteilt richtig cool. Wir hätten nicht gedacht, dass auch unterhalb der Woche gegen Schweden und Tschechien so viele Zuschauer da sind. Ja, also die Stimmung war echt richtig cool und auch, dass so viele deutsche Fans auch heute da waren. Ich hätte echt gedacht erst, dass wir untergehen gegen die Türken, dass die türkischen Fans alles überrennen, aber die Deutschen waren auch echt laut und da bin ich richtig stolz drauf. Türkei ist mein Favorit für die EM-Titel, Polen ist mein Favorit für die erste vier. So, wir wissen, dass wir eine ganz schwere Aufgabe haben. Die Situation, wo wir sind heute, können wir nicht reden darüber. Ich denke, da gehen wir nach Belgien, wir gehen spielen. Und wir müssen das machen, was wir heute im letzten Satz machen. Wir müssen Druck machen auf die Gegner. Wenn der Einsatz rausrollt, dann fängt es an. Dann kommt der Druck größer und größer. Und ich sage, wir haben viele Lösungen, wie wir spielen können. Aber natürlich ist das alles nicht eingespielt. Polen haben wir jetzt schon öfter gespielt diesen Sommer. Es war immer super knapp. Und ich habe gerade schon gesagt, vielleicht sind sie doch einfach mal fällig.